Zugersee nach einer etwas kürzeren Nacht. Jetzt ist 7:30 gleich und ich fahre dann mal los zum Bolliger. Und vorher verabschiede ich mich noch beim Nachbarn. Der da. Kai ist auch schon wach, so ich sehe. Und dann gehe ich mal kurz rüber und sag noch Tschüss. Grausiges Wetter, graue Stimmung hier am See. Da will man eigentlich gar nicht raus. Kai ist wirklich schon wach. Ich klopfe mal. Guck dir das an. Jens ist auch hier. Morgen. Immer noch. Guten Morgen. Alter, ich hab voll verpennt. Echt? Ist gut. Nach 7 bin ich dann mal doch aufgewacht. Und hab mir gedacht, hoch, verdammt, du wolltest ja jetzt losfahren. Mein Wecker. Na, viel verpasst hast du nicht. Nee, das stimmt. Das Wetter ist hundsüßer. Und es ist ganz schön nass. Ja. Drum gehe ich jetzt auch wieder. Ja, sagen wir noch kurz Tschüss, oder? Ja. Ja, dann Jens, war mir eine Freude. Tschüss, Kai. Mal. Tschüss. So, und jetzt geht die Sonne wieder unter. Tschüss. Tschüss, bis demnächst. Bis demnächst. Dort stehen Wohnmobile und Clever. So, jetzt sind wir da. Mein Bolliger in Rot. Es ist 22:30. Das Wetter hat sich nicht gebessert seit Abfahrt. Ganz im Gegenteil. Die Dieselpumpe haben wir jetzt schon einbauen lassen, damit wir noch unsere Erfahrungen damit machen können. Funktioniert das wirklich mit der geringeren Dieselmenge? Wie ist dann die Heizleistung im Alltag? Gibt es irgendwelche Störungsmeldungen vielleicht doch? Es gibt Erfahrungen im Internet, die berichten davon, dass das unproblematisch ist und gut funktioniert. Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass das so sein wird. Bei dem schlechten Wetter und der zu erwartenden Sprach- und Aufnahmequalität lasse ich das jetzt mal sein und melde mich später nochmal, wenn ich zu Hause bin oder das Wetter vielleicht etwas besser wird, zu den anderen Themen noch, weil das bringt es, glaube ich, jetzt nicht wirklich hier. Es schüttet wie Sau. Und es hat Stau. Okay. Ja, bei dem Tempo ist es natürlich etwas einfacher zu reden. So kann ich mir hier in dem Stau noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Was haben wir noch angeschaut bei Bolliger? Wir haben noch dieses vibrierende Blech gesucht, das der Oski manchmal hat, und auch Kais Zockel leidet darunter. Und natürlich hat es heute nicht vibriert. Es war wahrscheinlich nicht kalt genug. Das ist wirklich ein Phänomen, wo insbesondere bei kalten Temperaturen auftritt. Heute Morgen waren 7 Grad und da vibriert das irgendwie nicht mehr. Wir haben dann unterm Auto mal geschaut, was das so gibt. Es gibt natürlich x Leitungen, wo in Frage kommen könnten, und es gibt auch einige Bleche, die in Frage kommen könnten, und eins sitzt so grob gesagt über der Vorderachse. Da schaut man dann aber aus von hinten drauf, irgendwie über der Vorderachse vor dem Tank liegt das, und das ist schon so relativ schwingungstechnisch anfällig, würde ich sagen. Der Mechaniker hat dann ein klein bisschen dran rumgebogen. Und eventuell ist das jetzt damit behoben schon. Das Blech ist aber durchaus solide montiert. Also abfallen wird das wahrscheinlich nicht. Dann habe ich mit dem Chefmechaniker mal die Möglichkeit eines Ersatzradträgers für die Hecktür angeschaut. Ich blende euch hier mal eine Zeichnung ein.
die ich gemacht habe. Und der Mechaniker meinte, ja, das ist kein Problem, das können wir so machen. Lass ich jetzt noch nicht gleich machen, das machen wir dann mal im Sommer. Wir haben das Thema Unterfahrschutz angeschaut. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Oski relativ hoch liegt jetzt. Zum einen durch das 16 Zoll Fahrwerk, das Heavy Fahrwerk, wo verbaut ist, und dann durch die Goldschmidt-Federung liegt der vorne nicht allzu tief. Der Reiseleiter hat eigentlich auch gesagt, das sähe gut aus. Da hat sich das Auto in Bad Königshofen noch schnell angeschaut. Aber ich denke, ich werde gleich eine Platte darunter montieren. Alu oder Stahl muss ich noch schauen. Da gibt es verschiedene Angebote. Verschiedene Reaktionen habe ich auch via YouTube bekommen da zu diesem Thema. Und mal danke auch dafür, dass ihr euch da Sorgen macht. Ich sage zwar, der beste Unterfahrschutz sind meine Augen, indem ich da erst gar nicht versuche, über irgendwelche Hindernisse drüber zu kommen. Aber man weiß ja nie. Es gibt natürlich zusätzliches Gewicht. So ein Teil wiegt da irgendwie 5, 26 Kilo, glaube ich. Möglicherweise auch 30. Es gibt da vorkonfektionierte Platten für diese Autos. Und heute habe ich mir mal den Motorraum von unten angeguckt. Da sind Schläuche, wo ziemlich tief hängen. Die Ölwanne, wo ziemlich tief hängt. Und auch das Getriebe, wo doch ziemlich weit nach unten ragt. Ich glaube, wenn die Teile geschützt sind, man ist einfach noch mal ein bisschen sicherer. Wenn man da aufsetzt irgendwo, dann ist das einfach eine solide Sache mit so einem Unterfahrschutz. Wir haben auch noch geredet über ein Diagnosegerät, was ich an die OBD-Schnittstelle vom Auto anhängen kann, mit dem ich Fehler löschen kann und auch einen Ölservice simulieren kann, beziehungsweise wenn ich den Ölservice gemacht habe, dass die Aufforderung resettet wird. Und da schaut sich der Händler mal noch ein bisschen um, was da das Gescheiteste ist. Es ist immer so ein Spagat zwischen Kosten und Nutzen natürlich. Kann aber sicher nicht schaden, wenn man da zumindest irgendwas dabei hat. Einen Fehlerspeicher löschen, das kann das Auto unter Umständen wieder fahrfähig machen. Und da werden wir so ein Gerät wahrscheinlich mitnehmen, was ich dann auch im Sommer noch mal machen lasse. Das ist ein Service, einfach alles, was da in Frage kommt in dem Kilometerbereich. Ich denke mal, der Oski hat dann vielleicht so um die 25.000 runter, hat grundsätzlich nicht mal Servicebedarf dann, aber es ist natürlich sinnvoll, vor so einer langen, großen Reise mal das Auto noch mal durchzuchecken. Und da werde ich dann auch mal im Blaumann in die Werkstatt gehen und mir das Auto ein bisschen von unten angucken noch mal und Tricks und Kniffe, wie wechsle ich was, wie wechsle ich zum Beispiel eine Scheinwerferbirne, mal zeigen lassen, mal durchspielen. Ich werde sicher nicht zum Mechaniker, aber dass man mal weiß, wo was ist, mit welchem Werkzeug man welche Sachen, welche Schrauben löst. Das kann sicher mal von Vorteil sein, das Auto mal ein bisschen kennenlernen. Weil es ist schon so, diese Autos, diese modernen Autos, hier der Jumper, da sind so viele Leitungen und Kabel und Schrauben und Kästen vorne in dem Motorraum. Als Laie hat man nicht die leiseste Ahnung, was das alles ist. Und ich hoffe, das lässt sich dann an dem Tag mal ein bisschen ändern. So ein Stau an so einem trüben, hässlichen Tag lässt einem auch mal Zeit,
ein paar Sachen anzuschauen. Zum Beispiel, was kommt denn an solchen, bei so einem Sauwetter an Solarenergie rein? Mitte März. Da kommen jetzt 8 Watt. Nennleistung 200 Watt Peak. Und jetzt bei strömendem Regen, nebligem, diesigen, dunstigen Wetter und einem ziemlichen Wolkendeckel oben drüber kommen 8 Watt rein. Da kann man sich vorstellen, schlechtes Wetter ist für Solarenergie nicht wirklich ideal. Bedeckter Himmel ist kein Problem, aber so richtiges Mistwetter, das lässt den Solarertrag in Richtung Null tendieren. Oh, wir haben die Baustelle erreicht. Super. Nochmal ein letztes Update für diese Tour. Wetter ist immer noch gleich schlecht, ziemlich windig. Es regnet bei 3 bis 4 Grad. Für heute danke ich euch fürs Zuschauen, für eure Geduld. Es ist ja kein spektakulärer Film geworden jetzt. Mehr Sachthemen und wenig Landschaft. Aber muss halt auch mal sein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein. Tschüss.